Hallo und herzlich willkommen bei der, na drüben, linke Seite, Weekly Challenge Extreme. Dieses Mal, wir müssen Turm ohne Ende hoch und es geht 1026 Meter, müssen wir mindestens erreichen, was sehr, sehr einfach zu machen ist, was ihr jetzt auch gleich sehen werdet. Turm ohne Ende hat natürlich immer ein großes Problem, das heißt, er dauert ewig. Um hier ein paar Meter gut zu machen, seht ihr, muss man schon sehr, sehr viel arbeiten hier und muss sehr, sehr viel tun. Und es geht halt eben oft immer nur links, rechts und das macht halt eben nicht viel weg nach oben. Gut, wir haben nichtsdestotrotz schon die ersten 100 Meter. Vom Schwierigkeitsgrad ist es heute wirklich einfach. Das heißt, es kommen zwar ein paar Elemente gerade auf dem Weg zu Gold nach oben, an denen wir uns beischlagen müssen. Und es sind da auch einige neue Elemente, die ich bisher so nicht noch nie gesehen habe. Aber ja, es ist alles sehr, sehr einfach und gerade für eine Extreme Challenge wundere ich mich schon halt eben über so eine weite Strecke, dass so viele Leute es halt eben so weit auch nach oben schaffen. Was eben halt eben dadurch zum Erklären ist, dass die Elemente, die unser Zufallsgenerator hier gibt, halt eben alle sehr, sehr, sehr einfach gewählt sind. Gut, wir gehen schon weiter, haben schon die ersten 300 Meter, ja auch wieder Absprung. Und solange wir die Grundregel hier beim Turm ohne Ende beachten, das heißt, sammle alle rosa Looms ein, sollte uns eigentlich auch nichts großartig passieren. Das heißt, wir können uns hier schön langsam durcharbeiten. Nachher wird es dann ein bisschen schwieriger, weil der Sand von unten kommt doch ein bisschen, so sieht es aus, näher und verspottet uns dann oft die Sicht, sodass wir halt eben dann manchmal auch ins Blinde reinspringen müssen. Aber wir kommen schon zur 500 Meter Pause, die war hier gerade eben und ja, es sollte eigentlich jetzt vom Schwierigkeitsgrad wieder ein bisschen anziehen. Man merkt auch ganz minimal ist es auch so, das heißt gerade diese Elemente kommen jetzt hier neu dazu und es sind aber trotzdem alle sehr, sehr einfach zum Schaffen. So, hier nochmal 623 Meter haben wir, hier wieder Sprung zur Seite, gleich in die andere Richtung. Jetzt kommen wieder diese Durchschlagspiele rein, wo wir einfach im richtigen Moment durchdrücken müssen. Hier auch schneller Sprung wieder durch, den Bumper in die richtige Richtung drücken, gerade wenn wir bei den Wänden abspringen. Das kann manchmal dafür sorgen, dass entweder unser Flug verlängert wird oder verkürzt wird, was dann zu Problemen führen kann. So, hier noch einmal drüber. Und wir kommen schon zur 800 Meter Pause. Jetzt in diesem Abschnitt können wir die Gold erreichen. Hier einmal nach oben, schneller Sprung durch. Hier auch einmal Bumper lasse ich los, damit ich hier schön durch die Wand durchkomme. Hier einmal drüber, rüber auf den Bumper und ihr seht, der ist schon fast im Sand verschwunden. Und es soll auch noch ein bisschen schwieriger werden. Hier auch wieder durchspringen. Die Elemente kennen wir auch noch früheren. Und das hier ist, nein, dauert noch ein bisschen. Hier kommen wieder die Verfolgerwege. Hier einmal durch. Das hier ist jetzt die Goldgrenze. Und ihr kennt diese Schlagspielereien. Die muss man ein paar Mal üben und dann schafft man sie eigentlich auch recht leicht. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir eigentlich auf dem besten Weg jetzt auch. Wir haben hier schon die 1000 Meter Pause, muss ich schon fast sagen. Die Pausen kommen jetzt sehr, sehr, oder gehäuft, so muss man fast sagen. Hier einmal drüber, es wird wieder ein bisschen schwieriger. Das heißt, hier drüber, hier sind jetzt gar keine Looms mehr, die uns den Weg zeigen. Und wir müssen einfach probieren, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt halt eben durchzuspringen. Ja, auch wieder durchschlagen, gleich springen. Hier abhauen vor der Ranke. Hier wieder Bumper loslassen. Einmal durchspringen, hoch aus Seil. Einmal weiter abspringen von der Wand. Und schon haben wir 1250 Meter. Hier die Ranke dient ein bisschen zur Ablenkung. Da müssen wir auch wieder ein bisschen durch. Wir springen meistens auch immer von unten gegen den Bumper, da wir ihn damit einfach garantiert erreichen. Haben die 1300 Meter Marke jetzt schon geknackt. Hier einmal durch dieses hier. Weiter von der Wand abspringen, hier weiter auf den Bumper drauf. Und jetzt wieder die schönen Spielereien hier einmal durch, rüber und die 1400 Meter Pause. So, hier drüber, schneller Wechsel, wieder Schlag, durchschlagen. Wenn euch das zu schnell war, schaut euch das Ganze bitte einfach nochmal ganz kurz in der Zeitlupe an. Jetzt hier einmal drüber, über den Bumper wieder rüber, hatten wir gerade eben schon in andere Richtung. Hier ein Wechsel wieder, können wir wieder richtig viel Meter gut machen. So, und hier wieder der schnelle Wechsel, zack, ganz schnell drüber.
über den Flieger und da zerhäckselt es uns, weil wir zu langsam waren auf dem. Gut, nichtsdestotrotz, ihr seht, es war, glaube ich, mein zweiter Versuch. Ich habe beim ersten Start habe ich mich ein bisschen verklickt, hatte den Controller noch nicht richtig in der Hand. Aber ihr seht, Gold, damit werden wir sicherlich bekommen. Wir haben auch Platz 36 von 611, das heißt, wir sind garantiert unter den besten 10%. Top 5% sind es noch nicht ganz. Aber ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch die wöchentliche Challenge nochmal ein bisschen weiter. Ich danke euch vielmals und bis dann. Ciao, ciao.